Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Look Fantastic Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Look Fantastic Adventskalender ist tatsächlich ein Adventskalender, der aus England kommt, ein Beauty-Adventskalender, welcher hauptsächlich Pflege beinhaltet, normalerweise 95 Euro kostet, aber wenn man Abonnent ist, kostet das Ganze nur 80 Euro. Ihr könnt den Adventskalender gerne unten in der Infobox vorbestellen, der wird ab dem 1. Oktober versendet und ja, das ist ein Affiliate-Link, glaube ich. So schaut er aus. Ich habe ihn übrigens in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, um ihn vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Look Fantastic Team und deswegen verlose ich auch in diesem Video etwas und zwar ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. So, Adventskalender. Beautiful. Ich liebe ihn. Es ist ein sehr hochwertiger, robuster Adventskalender, den man super weiterverwenden kann und den kann man dieses Mal zu einer Seite aufklappen und nicht so die Türen aufklappen. Huch, Erwin, Entschuldigung. Und hier drin in dem Deckel haben wir so ein paar ganz liebe Informationen von Look Fantastic drin stehen, die uns einfach eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Und wir sehen, wir haben hier nicht nur einen Boxen-Adventskalender, sondern sogar einen Schubladen-Adventskalender. Ich schaue mal in die Nummer 1. Von Kate Somerville haben wir hier etwas drin, und zwar eine Goat Milk, eine Ziegenmilch Moisturizing Cleanser. Okay, also quasi ein Reinigungsprodukt fürs Gesicht. 30 ml haben wir hier drin. Ja, das startet also damit, dass wir zuallererst mal unser Gesicht reinigen können. Mal gucken, welche Produkte wir uns danach auftragen dürfen. In der Nummer 2 haben wir etwas, was sehr, sehr ordentlich eingepackt ist. Also das ist, ne, alles in diesem schönen Seidenpapier. Und das ist ein tolles Produkt von Wow Color Wow Dream Concept Supernatural Spray. 50 ml sind hier drin enthalten. Normalerweise ist es ein Produkt, was man quasi vor dem Föhnen verwendet. Und dadurch sind die Haare irgendwie besser stylingmäßig unterwegs oder so. Ich verwende das aber ganz einfach als Leave-In-Conditioner und kann damit einfach besser durch meine Haare durchkämmen und habe danach auch ein viel gepflegteres Gefühl. Und Sammy steht hier gerade und ist auch ganz aufgeregt, was Frauchen hier wieder auspackt. Hey, hat er Hunger? Hat er Hunger? Kaum aufdringlich, Kleine. Hier haben wir die Nummer 3 und ich glaube, so aufgeregt ist Sammy immer nur bei so roten Adventskalendern, oder? Letztens auch, als ich den Amorelie Adventure Adventskalender ausgepackt habe. Hier haben wir ein Setting Spray drin, cool, von Ila Maska Hydra Setting Spray, 30 ml. Das ist, weiß ich nicht, entweder eine große Reisegröße oder sogar eine Full Size. Ich mag Setting Sprays in Adventskalendern, weil es einfach mal was anderes ist. Und hier, oh schön. Hier haben wir das Produkt. Ila Maska ist cruelty-free und dieses Produkt ist auch vegan. Finde ich schön. Kommt dann auch wohl wahrscheinlich mit in mein Full-Face-Beauty-Box mit rein, oder? Was ich unbedingt mal abdrehen sollte. Wow. Hier oben haben wir die Nummer 4 und die ist ganz schön groß, aber sehr klein befüllt. Wow. Ja. Große Schublade, kleines Produkt. Ist aber nicht schlimm. Dragon's Blood von Rodial, ein Sculpting-Gel. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. 15 ml haben wir hier drin. Und das ist wie so ein Gesichtsserum, was einfach die Haut aufplampen soll, aufpolstern soll und mehr Fülle geben soll. Die Nummer 5 ist für uns der Tag vor Nikolaus. Ich glaube, in England ist der Tag da ein bisschen besser bestückt. Ich weiß es aber nicht so genau. Ich steige da nicht mehr so ganz durch. Aveda Botanical Repair Strengthening Leave-In Treatment. 25 ml haben wir hier drin. Und Sammy macht hier echt ganz schön viel Blödsinn gerade. Es wird Zeit, dass er auch seine eigenen Adventskalender auspacken kann. Ja, das ist einfach so eine Art Haarbalsam, was man sich, ne, quasi einfach nach dem Duschen in die Haare gibt, um es nochmal weiter zu pflegen. Und das soll die Haare stärken. Also quasi dann vor Haarbruch schützen und so. Und ja. Die Nummer 6 haben wir hier oben. An Nikolaus erwartet uns dieses coole Produkt von Delilah. Und zwar ist es ein Lip Line Longwear Retractable Pencil. 0,31 Gramm sind hier drin. Auch das ist tierversuchsfrei und vegan. Und das ist ein, in der Farbe Buff 3004, ein Lip Liner, den man dann wohl raus und reindrehen kann. Oh, aber eine schöne Farbe. Das ist so ein, ja, schwierig. Also Rottöne zu beschreiben, ist für mich super schwierig. Nude? Ich würde es als Nude bezeichnen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den Farbton nennen würdet. Buff.
Die Nummer 7 enthält ein Produkt von Omorovicha. Wow. Refining Facial Polisher, das ist quasi ein Peeling. Und hier haben wir drin 30 Milliliter. Genau, das ist ein Peeling für das Gesicht. Ich persönlich bin jetzt umgestiegen zu den Enzympeelings oder eben zu den chemischen Peelings. Das heißt, das hier wird dann sehr, sehr wahrscheinlich weiter wandern. Oh je, auch wenn ich das eigentlich ganz interessant finde, vor allem die Marke, ne? Fällt mir schwer. Die Nummer 8 darf bekanntermaßen machen, dass es kracht, und ich hoffe, dass der Adventskalender nicht so dunkel jetzt bei euch im Video rüberkommt, wie bei mir im Bildschirm. Von Philip Kingsley haben wir den Elasti Styler Multitasker for All Hair Types, ein 5-in-1 Treatment, 40 Milliliter sind hier drin. Das ist ein anderes Produkt als das, was ich kenne, denn ich kenne den Elasti Sizer, aber das scheint was anderes zu sein. Starting with a large pea-sized amount, work through the mid-lengths and ends or towel dried hair, blow dry and style as usual. Also auch das scheint ein Leave-In zu sein, ne? Also im Prinzip schon das dritte Leave-In, wenn man das Color Wow auch als Leave-In sehen würde. Ja. Über die Nummer 9 werden wir uns hoffentlich freuen. Oh, interessantes Gefühl, wenn man reinfasst, wenn der Luftpolsterfolie drum zu ist. Nars. Hallo, hier bin ich. 1,2 Gramm von einem Blush. Und zwar ist das wahrscheinlich die Farbe Orgasm. Ja, okay, den müsste ich tatsächlich sogar schon da haben. Ach, was eine niedliche Größe. Finde ich auf jeden Fall cute. Wirklich cute, oder? Oh, den will man eigentlich nur lieb haben, weil er so winzig klein ist. Ja, und das ist halt diese ganz klassische, wunderschöne Farbe, die jetzt ja auch immer öfter jetzt adaptiert worden ist. Und aktuell auch voll im Hype ist, solche Glow Blushes. Wird es mit der Nummer 10 genauso wild weitergehen? Okay, hier ist eine Kerze drin. Oh Gott, riecht das gut. One beautiful fragrance can create many beautiful memories. Von Rituals, eine Kerze. Das finde ich schön. Ein wunderschöner Duft kann viele wunderschöne Erinnerungen verursachen. Und so eine Kerze in Adventskalender finde ich immer klasse. The Ritual of Sakura ist die Duftrichtung, die ich ja liebe, ne? 140 Gramm. Mega geil. Ich mache ja im Badezimmer keine Kerzen mehr an, ne? Weil das ja alles zu rußt bei uns. Aber bei uns im Wohnzimmer kann ich mir das ganz toll vorstellen. Oh, das finde ich klasse. Richtig geil. Also bester Duft, ne? Die Nummer 11. Oh, Shiseido. Oh Gott. Ultimune Power Infusing Concentrate. 10 Milliliter sind hier drin. Das ist auch so ein Klassiker von denen. Das ist ja diese interessante, geschwungene, nicht wirklich geschwungen, aber interessant geformte Flakongeschichte. So sieht es aus. Und das ist ein Gesichtsserum, was halt quasi der Haut noch ein bisschen Feuchtigkeit und Plumping geben soll. Nummer 12 ist noch nicht so ganz die Halbzeit, nur fast. Auch hier haben wir wieder Pflege drin, und zwar von Percy Reed, I Need a Hero. I need a hero. Wonderbalm Hair Primer, 30 Milliliter. Ja, da ich meine Haare nicht wirklich style, ist das halt auch nicht wirklich was für mich. Aber er ist mit dabei. I believe in miracles. Also da kriegst du echt einen Ohrwurm nach dem nächsten. Und das wird halt vor dem Styling einfach angewendet. Die Nummer 13. Hier haben wir ein ganz kleines Produktchen drin. Iconic London Illuminator, 2,8 Milliliter. Also das scheint so eine Art Highlighter zu sein, oder? Gucken wir mal. Hast du eine Farbbezeichnung? Nö. Oh, das ist das. Okay, das finde ich interessant. Das ist das Original. Jedenfalls steht es hier drauf. Und das ist ein Liquid Highlighter. Und da brauchst du auch gar nicht so viel mehr als diese 2,8 Milliliter, finde ich. Einfach, um das mal auszuprobieren. Und ja, super flüssig. Und ich glaube, das war auch mal so ein ultra krasses Hype-Produkt. Und ich meine, ich hatte das auch schon mal. Kommt mir so bekannt vor. Die Nummer 14 haben wir hier oben. HC Essential Real Eye Cream for Face. Concentrated Eye Cream for the Whole Face. Also das ist eine Augencreme fürs ganze Gesicht mit 10 Millilitern. Das finde ich sehr interessant, weil normalerweise sind Augencremes für Augen und Gesichtscreme für Gesichter. Aber gut, ja, wenn das so draufsteht. Das soll Strahlkraft geben und nährend sein. Und schaut so aus. Das ist einfach so ein Typchen. Die Marke sagt mir echt gar nichts, ne? Aber gut, durch die Look Fantastic Beauty Box entdecken wir auch immer wieder neue Marken. Hier unten haben wir die 15. Ein kleines Tütchen. Ren. Clean Skincare. Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream. 10 Milliliter. Also das ist quasi
wenn du so dunkle Verfärbung im Gesicht hast, zum Beispiel durch Sonnenschädigung oder wenn du unreine Haut hattest und dann Aknenarben hast oder sowas, ne? Das soll quasi dagegen wirken. Und es ist super wichtig, solche Produkte abends zu verwenden und nicht unbedingt morgens, weil dann hast du meistens das Problem, wenn es aufhellend ist und dann kommt Sonneneinstrahlung, dann kann das kontraproduktiv werden. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich kann mir vorstellen, dass da sowas wie, weiß ich nicht, Säuren und Retinol oder sowas mit drin ist. AHA-Tonic, siehst du, sag ich doch. Und ja, auch das ist cruelty-free und vegan. Oh, die 16 ist wieder schön groß. Leider haben wir keine Badewanne, aber es ist ein cooles Produkt. Rhubarb and Custard Bath Frizzer, 100 Gramm von Bubble Tea. Das ist eine riesengroße Badebombe. Finde ich klasse, sowas im Adventskalender mag ich. Ich habe halt keine Badewanne. Ich mag gerne baden, theoretisch, aber nicht so gerne, dass wir, als wir damals unser Badezimmer geplant haben, gesagt haben, hey, eine Badewanne setzen wir uns noch rein. Nee, dann nehme ich lieber eine große Walk-in-Dusche, habe dann einfach viel mehr Platz im Badezimmer, ne? Ja, aber für Fußbad kann man es theoretisch verwenden, aber dafür ist es zu schade. Die Nummer 17. Leute, es geht jetzt schon fast hier in den Endspurt rein. Oh ja, das mag ich so gerne. This Works 10ml Stress Check Mood Manager Motion Activated Aromatherapy Spray to create a soothing, balanced atmosphere wherever you are. Ich würde es mir ins Kissenspray aufgeben, weil This Works hat das Deep Sleep Pillow Spray, was ich einfach so geil finde. Und das ist einfach gegen Stress. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche mit der Nummer 18. Ein Pöttchen von Christophe Robin. Scrub Lavant Purifiant au sel marin. Also ein Cleansing Purifying Scrub mit Seesalz. 40 ml sind hier drin. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das fürs... Nein, Soothing Detox Treatment Shampoo. Hä? Ist das für die Kopfhaut? Das fände ich ja richtig cool. Muss ich mir nochmal genauer durchlesen. Auf jeden Fall haben wir hier so einen Tiegel und ich würde vermuten, weil die Marke halt auch eine Haarmarke so an sich ist, ne? Dass das für die Kopfhaut ist. Und das mag ich. Weiter geht es mit großen Schritten und der Nummer 19. Hä? Haben wir das nochmal drin? Kann man machen, ja. Oder ist das ein Versehen? Hier haben wir nämlich nochmal von Rodial das Sculpting Gel Dragon's Blood. Ich glaube, dass hier was doppelt gelaufen ist. Doppelt gemoppelt hält besser, aber ich glaube, die haben sich hier vertan, oder? Die Nummer 20. Wir haben so ein ganz kleines Ding drin. Das ist halt bestimmt einen ganz hohen Wert. Qualitätsvermutungseffekt ist hiermit mal wieder am Start. Ja, Bio-Effekt EGF Serum, das ist hochpreisig. For Improved Appearance of Skin, 3 ml sind hier drin. Ich weiß echt nicht genau, was das machen soll, aber das soll so ein mega krass teures Zeug sein. Ich meine, dass ich das letztes Jahr nämlich auch in einem Adventskalender drin hatte. Und das soll krass die Haut verbessern. Irgendwie. 21. Schon. Können wir bitte diesen Adventskalender so halten, dass er sich immer wieder von alleine neu füllt? Ich fände es voll cool. Ich habe hier gerade einen Haufen von diesem ganzen Seidenpapier. Wird aber alles weiterverwendet, ne? Diego della Palma 01, das ist ein Kajal, cool Kajal. Darf nicht fehlen, 0,35 Gramm. Ja, ja, der gehört immer in den Adventskalender mit rein, ne? Das ist doch klar. Es ist klar. Aber schöne Marke, definitiv. Cool Kajal kann man auch, wenn man möchte, als Eyeliner verwenden. Ich verwende gerne Eyeliner. Ich mag aber lieber so einen Filz-Eyeliner, weil das einfach bei mir länger hält und besser hält, ne? Jo, aber... ist halt meistens in Adventskalendern drin. So ein cool Kajal, ja. Die letzte Schnapszahl, die 22. Balance Me Beauty Sleep Hydration, Hyaluronic Mist, 99,9% natürlich. 10 ml sind hier drin. Okay, ja, das machst du dir dann wahrscheinlich vorm Schlafen gehen nochmal einmal so übers Gesicht drüber. Finde ich auch ganz cool, ne? Gerade so nachts oder zum Schlafen hin braucht mein Gesicht immer etwas reichhaltigere Pflege und das machst du auch so auf das gereinigte Gesicht, bevor du zu Bett gehst. Also wenn du geduscht hast, dann erst das Kram, wie so ein Toner würde ich es dann verwenden, ne? Und dann die generelle Gesichtspflege drüber, aber cool. Die 23 ist für uns eigentlich so der Tag vor Heiligabend, wo man noch so die letzten Vorbereitungen trifft. Und hier kriegen wir einfach mal was von Avant mit rein. Ne? Ist ziemlich hochpreisig, diese Marke. Kennen wir aber tatsächlich nur durch die Look Fantastic Beauty Box und durch die Glossy Box, oder? Glycolic Capric... Capric... Caprice, keine Ahnung, ein Glykolsäure-Handbalm, 50 ml. Okay, eine Handcreme hatte ich noch nie von Avant. Wir hatten ja schon einiges von denen, aber das ist die teuerste Handcreme, die ich je in einem Adventskalender drin hatte, würde ich mal so vermuten. Wenn die nichts kann,
dann ist er traurig, ne? Für uns Heiligabend, für die Engländer, einfach so ein Tag, die Nummer 24. Enthält ein Produkt von Elemis. Finde ich cool. Dynamic Resurfacing Facial Wash Anti-Aging. Also das ist auch wieder ein Cleanser mit 30 Millilitern. Wir hatten quasi als erstes Produkt ein Cleanser und als vorletztes Produkt jetzt auch nochmal ein. Aber hey, es ist von Elemis und Elemis ist eine sackenteure Marke. Deswegen ja, kann man sich mal gönnen, ne? Okay, wenn wir jetzt schon in der 24 das Elemis-Produkt drin hatten, was wir eigentlich jedes Mal in dem Look Fantastic Adventskalender drin haben, bin ich echt gespannt, was in der 25 drin ist. Und da gucken wir jetzt einfach mal zusammen rein. Die Schublade ist recht groß und ich spüre auch einen Tiegel. Es ist auch nur ein Produkt. Also manchmal haben wir auch zwei Produkte hier drin. Okay, wir haben etwas von Esper hier drin. Das hatten wir, glaube ich, also letztes Jahr hatten wir auch was von Esper. Aber die Creme mochte ich nicht so gerne wegen des Duftes. Ich bin hier sehr gespannt, ob es mir gefällt. Clean and Green Detox Mask. Also quasi eine Reinigungsmaske. 55 Milliliter. Ich hoffe nicht, dass es diesen ganz, ganz klassischen Duft hat von Esper. Muss ich aber dann mal schauen. Und das wird eine sehr hochwertige Geschichte sein. Doch, es hat den typischen Esper-Duft und schaut so aus. Aber gut, das ist ein Produkt, was man einfach auf der Haut drauf lässt und dann wieder abwäscht. Ne? Das heißt, das kann ich mir dann schon vorstellen, dass es bei mir funktionieren wird. Hier steht auch drauf, do not eat. Ach, finde ich interessant. Ihr Lieben, das war jetzt hier der Look Fantastic Adventskalender. Wir haben Basics enthalten, was dekorative Kosmetik angeht. Ansonsten überwiegend tatsächlich die Pflegeprodukte. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Pflegeprodukte meistens einen deutlich höheren Wert haben als die dekorative Kosmetik, die enthalten ist. Deswegen finde ich persönlich den Look Fantastic Adventskalender als jemand, der gerne neue Pflege ausprobieren möchte, sehr, sehr lohnenswert, weil du hier immer einen krassen Wert drin hast an super hochwertiger Kosmetik, die du dir wahrscheinlich nicht unbedingt so im Laden kaufen würdest. Und ich finde es einfach eine gute Geschichte, ein guter Deal, um sich eben mit diesen Marken vertraut zu machen. Mir hat es gefallen und ja, ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Hier aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, hier geht es vor allem um Pflege. Ja, so viel dazu. Gleich kommt nämlich unsere Pizza, deswegen sollte ich mal so langsam dieses Video auch finalisieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!